Und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Eigentlich dachte ich, ich mache das Video draußen, aber ich bin jetzt demnächst im Urlaub und dann dachte ich mir, okay, jetzt ist ein bisschen Zeitdruck, ich möchte das Video auf jeden Fall noch vorher bringen. Und deswegen gibt es das Video jetzt hier quasi im, in Anführungsstrichen, Studio, beziehungsweise an meinem normalen Schreibtisch, wie man es auch nennen möchte. Heute geht es um Nabendynamolader und zwar habe ich sechs verschiedene Nabendynamolader von 65 bis knapp 300 Euro im Angebot. Ich habe diese miteinander verglichen, gucke mir an, was für eine Leistung sie bringen, was für Vor- und Nachteile sie haben und stelle euch sie einfach mal vor. Davor aber einen Transparenzhinweis und zwar habe ich nur den Forumslader V6 selber gezahlt. Die anderen Produkte wurden mir von den Herstellern zugesendet. Ich habe sie wirklich angefragt. Sie haben mir direkt nett zurückgeschrieben, also es hat wirklich jeder Hersteller geantwortet und ich bin super dankbar, dass das so geklappt hat, weil so konnte ich überhaupt erst die ganzen Nabendynamolader miteinander vergleichen, weil privat die alle mal eben anschaffen ist ein bisschen viel. Und deswegen bin ich froh, dass das so alles geklappt hat. Kleiner Hinweis noch zu den Busch- und Müller-Geräten. Ich habe sie zur Verfügung gestellt bekommen, wie gesagt. Allerdings wäre es nochmal sinnvoll zu erwähnen, dass die Geräte wirklich schon sehr alt sind und quasi so mit die ersten Nabendynamolader überhaupt waren. Es sind keine geupdateten Versionen, aber ihr könnt schon ganz gespannt sein. Busch und Müller ist auf jeden Fall in Entwicklung an was Neuem. Wenn dann da was kommt, kann ich es vielleicht testen. Muss man mal sehen. Auf jeden Fall wird da demnächst etwas Neues kommen. Der erste Testkandidat ist hier das Busch und Müller USB-Werk. Das ist der leichteste Nabendynamo-Lader in diesem Test. Er wiegt 45 Gramm, hat einen kleinen integrierten Akku. Ich konnte nicht so ganz herausfinden, wie groß der Akku um echt zu sein ist. Ich schätze so um die 100 bis 200 mAh. Das Busch Müller USB-Werk kostet so, wie es jetzt hier gerade ist, 65 Euro. Hat keinen Lichtausgang, das heißt, es wird parallel zur bestehenden Lichtanlage, falls ein installiert ist, einfach angeschlossen an euren Nabendynamo. Die Montage ist eigentlich ziemlich simpel. Wie man hier schon sieht, ist das hier quasi die Halterung. Ihr habt hier die Möglichkeit, entweder hier mit diesen drei verschiedenen Größen an Gummiringen zu arbeiten. Ihr könnt das so zum Beispiel einfach festmachen. Also einmal die Seite, einmal diese Seite. Und dieser Teil geht dann um zum Beispiel euer Oberrohr, euer Unterrohr, wo ihr es gerade möchtet. Was ich aber empfehlen würde, ist, die Halterung kann man auch einfach abschrauben. Und wenn ihr eine Rahmentasche oder eine Lenkertasche habt, packt ihr das USB-Werk einfach da rein. Ansonsten habt ihr hier natürlich zwei Anschlüsse. Den einen Anschluss, um den Anschluss zu eurer USB-Buchse zu liefern. Und den anderen Anschluss, um direkt an die 6 Volt Wechselspannung vom Nabendynamo zu kommen. Das Ganze ist mit einer soliden Schraubverbindung gemacht, das heißt, da löst sich auch nichts. Das Ganze ist dadurch auch ziemlich wasserfest, also ihr habt da keine Probleme, ihr schließt es einfach an, schraubt es hier halt zu und dann passiert da auch gar nichts. Also die löst sich nicht, da dringt kein Wasser ein, das ist wirklich top gelöst. Das nächste Gerät im Test ist hier das Busch und Müller E-Werk. Wie man sieht, es sieht schon dem USB-Werk sehr ähnlich. Hier ist allerdings der Unterschied, dass es etwas schwerer ist. Es wiegt 55 Gramm, also knapp 10 Gramm mehr. Ist jetzt auch kein Weltunterschied, um ehrlich zu sein. Es kostet auch etwas mehr, und zwar 95 Euro. Hat keinen internen Akku verbaut, auch keinen Lichtausgang, wird also wieder parallel zur bestehenden Lichtanlage verbaut. Hat aber natürlich die Besonderheit, dass ihr hier als einzigen Nabendynamolader auch die Spannung als auch die Stromstärke einstellen könnt. Das heißt, ihr könnt die Stromstärke von 0,2 bis 1,5 Ampere einstellen und die Spannung von 2,8 bis 13,6 Ampere. Das ist je nachdem, wofür man es verwenden möchte, wirklich ein riesengroßer Vorteil. So könnt ihr zum Beispiel direkt eure Kameraakkus laden mit 7,4 Volt, glaube ich, und habt nicht den Verlust, den ihr jedes Mal habt, wenn ihr jetzt zum Beispiel über eine Powerbank ladet oder so, sondern ihr könnt direkt mit dem E-Werk verschiedene Spannungen einstellen, als auch die Stromstärke ebenfalls begrenzen. Für Smartphones gibt Busch und Müller hier übrigens 4,9 Volt an, die eingestellt werden sollen bei 0,5 Ampere. Wobei ich jetzt sagen würde, man kann wirklich dem Smartphone einiges mehr zumuten, denn die meisten Hersteller liefern mittlerweile 1 bis 2 Ampere Netzteile mit. Allerdings, hier muss man gucken, selbst wenn ihr 1,5 Ampere einstellt bei 5 Volt, müsst ihr gucken, ob ihr diese Leistung überhaupt erreicht. Mehr dazu aber dann später im Test, da werdet ihr dann die Ergebnisse sehen. Montiert wird das E-Werk natürlich, wie man hier an der Halterung schon erkennen kann, genauso wie das USB-Werk. Der nächste Lader im Test ist hier dieser kleine Cycle-to-Charge V3 Plus. Wie man sehen kann, er ist wirklich nicht besonders groß. Er wiegt sage und schreibe nur 51 Gramm, kostet derzeit 75 Euro, besitzt keinen internen Akku, wird ebenfalls parallel zur bestehenden Lichtanlage geschaltet und hat zwei verschiedene Möglichkeiten, montiert zu werden. Die erste Möglichkeit ist, sofern ihr eine Gabel habt, die nach unten offen ist, wie es bei meinem alten Rennrad der Fall war, oder wenn ihr eine Gabel habt, die bereits eine Kabelverlegung für den Nabendynamo intern hat. Dann habt ihr die Möglichkeit, eure Head-Top-Tube-Kappe auszutauschen gegen diesen Cycle-to-Charge. Das heißt, ihr sitzt dann wirklich einfach oben auf dieser Kappe drauf und tauscht diese einfach aus. Das hat einen riesigen Vorteil, er ist nämlich dadurch integriert. Das Kabel kann nicht kaputt gehen, es ist wirklich gut versteckt und man hat einfach den Vorteil, er ist top integriert und quasi kein wirkliches Hindernis.
Die zweite Möglichkeit musste ich leider in Kauf nehmen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Denn bei mir ist weder die Gabel offen, noch habe ich das Kabel, was ich verlegen könnte. Das heißt, ich habe den Cycle-to-Charge am Lenker verwendet. Dafür gibt es eine Halterung, die separat erhältlich ist. Das ist natürlich auch gar kein Problem, aber wenn es geht, hätte man natürlich lieber die integrierte Variante. Was das Besondere beim Cycle-to-Charge ist, ihr habt hier eine USB-Buchse. Diese ist hier jetzt gerade freigelegt. Wenn sie aber zum Beispiel nicht benutzt wird oder es gerade regnet, könnt ihr, um sie einfach zu schützen, den oberen Ring einfach drehen und dadurch ist die Buchse verschlossen und es kann halt kein Regenwasser eindrehen oder auch kein Schmutz, wenn gerade kein USB-Gerät angeschlossen ist. Der nächste Namen-Dynamo-Lader ist hier der Velotor Sports E2 Pure. Er wiegt, wie er jetzt gerade hier ist, inklusive dieser Kabel, 108 Gramm, besitzt keinen internen Akku, kostet 142,80 Euro derzeit auf der originalen Webseite, hat keinen externen Lichtausgang. Hierbei ist zu erwähnen, dass es noch zwei verschiedene Modelle des Velotor gibt, also noch zwei weitere in Bezug zu diesem. Und bei den anderen beiden Modellen ist es möglich, einen weiteren Lichtausgang am Velotor selbst zu nutzen. Dieser hier hat jetzt wie gesagt keinen Lichtausgang, die anderen beiden haben einen und dann ist es halt möglich, eine ganz normale Dynamolampe mit 6 Volt Wechselspannung direkt an den Velotor anzuschließen. Der Velotor steuert dann übrigens die Leistungsaufnahme der Lampe als auch die Leistungsaufnahme des Dynamoladers selbst, also des ganz normalen USB-Ausgangs. Hierbei ist aber wichtig, dass das Augenmerk hier auf der Sicherheit liegt. Das heißt, es wird immer genügend Leistung an der Lampe selbst ankommen, bevor alle Leistung hier zum Handy geht. Montieren lässt sich der Velotor natürlich auch ziemlich einfach. Ihr habt hier diese Vorrichtung, sage ich mal, und mitgeliefert wird hier eine ganze Tüte mit verschiedenem Befestigungsmaterial. Vom Klettband zum Kabelbinder. Es wird sogar so ein Anti-Rutschstreifen, den man hier dann hinkleben kann, mitgeliefert. Also ich denke, die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt. Allerdings würde ich, wenn man eh unterwegs ist beim Bikepacking, den Velotor einfach ganz normal in die Rahmentasche packen. Ich denke mal, da ist er am besten aufgehoben. Ansonsten ist er wirklich sehr, sehr solide. Also da habe ich nirgendwo Angst, dass da irgendwie Wasser eindringen könnte oder irgendwas in der Art kaputt gehen könnte. Macht einen wirklich sehr, sehr soliden Eindruck. Was eine kleine Besonderheit ist, anstatt einer normalen USB-Buchse habt ihr hier einen USB-C-Anschluss. Das ist schon mal ein bisschen für die Zukunft gerüstet, würde ich sagen, weil doch immer mehr Richtung USB-C geht. Finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Und sollten mal mehr Hersteller so machen. Falls ihr natürlich irgendwie einen anderen Anschluss wollt, gibt es natürlich ohne Ende Adapter, die man auch direkt mitbestellen kann, wenn man möchte. Der nächste Dynamo-Lader ist hier der NC17 Epcon 3000. Er wiegt so, wie er hier jetzt gerade ist, 106 Gramm. Aber wenn ich hier diese Carbonhülle noch dazu nehme, die man unbedingt drauf haben sollte, um ihn zu schützen, weil hier dieses Metall ist doch sehr dünnwandig, dann wiegt er 116 Gramm. Ist immer noch absolut gar kein Gewicht für dieses Gerät. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er einen internen Akku hat. Der interne Akku beträgt 3000 mAh, das macht in etwa 11,1 Wattstunden, die man nutzen kann. Man bekommt den Epcon 3000 derzeit für 290 Euro zu kaufen. Ein Lichtausgang hat das Gerät nicht, das heißt, es wird ganz normal parallel zur Lichtanlage verbaut. Die Montage des Epcon 3000 ist jetzt wieder auf mehrere Varianten möglich. Ihr habt zum einen die Möglichkeit, so wie ich ihn bisher genutzt habe, ihn ganz normal einfach bei euch in die Rahmentasche zu packen oder wo er gerade auch Platz findet. Er ist sogar so klein, um ehrlich zu sein. Er passt auch ganz normal in die kleine Oberrohrtasche. Aber die deutlich bessere Variante ist die, die ich jetzt noch nicht angewendet habe. Aber dazu kommt noch mal ein separates Video. Und zwar ist es möglich, im Gabelschaft den Epcon 3000 zu integrieren. Dafür wird die alte Kralle im Gabelschaft runtergeschlagen. Dann wird diese Hülse hier eingesetzt. Diese geht dann halt wirklich in den Gabelschaft bis hier und ersetzt eure Top-Head-Kappe. Wenn ihr dann eingesetzt ist, könnt ihr einfach euren Epcon 3000 nehmen. Wichtig ist, dass hier auch wirklich die Carbonhülle mit drauf ist. Lasst diesen einfach hinein. Hier ist auch extra die Möglichkeit, die Kabel perfekt durchzuführen. Das heißt, man kann ihn gar nicht falsch einsetzen. Und wenn er drin ist, kann man nur noch diese Kappe drauf machen. Jetzt rappelt auch nichts mehr. Und es guckt wirklich nur noch dieser Teil oben hinaus. Und ihr habt halt den Vorteil, dadurch, dass er so eingebaut ist, ihr könnt ihn auch wirklich jederzeit wieder schnell rausnehmen. Also wenn ihr zum Beispiel abends ins Zelt geht und noch laden wollt, dann schraubt ihr hier das halt wieder raus, nehmt den Epcon 3000 raus und gut ist. Und wenn ihr morgens losfahrt, dann setzt ihr ihn halt wieder ein und seid innerhalb von ein paar Sekunden wieder einsatzfertig. Weil bei vielen Ladern ist es halt so, dass es dann nicht möglich ist, den jederzeit wieder rauszunehmen, ohne dann ordentlich rumzuschrauben. Noch eine Besonderheit beim Epcon 3000 ist auf jeden Fall, wie ich finde, dass ihr eine App dazu habt. Also der Epcon 3000 ist Bluetooth-fähig. In der App könnt ihr wirklich alles einsehen, was gerade für eine Ladeleistung ist, wie viel Strom überhaupt gerade an USB-Geräte abgegeben wird, all das Mögliche. Ihr habt sogar eine Karte, könnt dort eure Touren tracken, inklusive Kilometer an gefahrener Strecke und allem Möglichen. Das ist wirklich schon eine echt sehr, sehr feine Sache und auf jeden Fall eine Überlegung wert, weil
Es ist halt immer gut zu wissen, was gerade überhaupt so mit der Elektronik abgeht. Ihr könnt auch sehen, wie der Akkustand ist. Alles direkt in der App. Das ist auf jeden Fall super einfach. Wie gesagt, könnt ihr den EPCON 3000 als externen Akku auch einfach mit ins Zelt nehmen, um zum Beispiel nachts euer Handy noch zu laden. Hier muss man dann einmal drauf kommen. Es steht auch so genau in der Anleitung, dass man den EPCON 3000 aus dem sogenannten Zeltmodus rausholen muss. Also nachdem ihr halt ein paar Minuten nicht gefahren seid, kein Nabendynamo angeschlossen ist, geht er in diesen Zeltmodus, in eine Art Ruhemodus. Und hier muss man dann darauf achten, an der rechten Seite, also am rechten Kabel, wenn man so von vorne guckt, hier ist ein Magnet drin und den muss man an eine Markierung halten. Dieses hier. Wenn man die Carbonhülle abzieht, dann sieht man auch, wo es genau ist. Und sobald man dann hier mit dem Magneten einmal rüberfährt, fängt der EPCON 3000 blau an zu leuchten und dann weiß man, okay, er ist einsatzbereit, er ist geladen und ist quasi ready to go, um jetzt zum Beispiel im Zelt das Handy aufzuladen. Aufladen ist noch so eine Sache und zwar habt ihr auch die Möglichkeit, es wird ein Kabel dazu geliefert, mit dem ihr zu Hause den EPCON 3000 bereits komplett aufladen könnt. Das heißt, ich hatte schon ein paar Mal das Problem, dass ich meinen Lader halt erst noch auf Natur davor quasi aufladen musste, damit ich nicht mit leeren Akkus quasi auf eine Bikepacking-Tour starte. Hier habt ihr die Möglichkeit, den EPCON 3000 einfach zu Hause ganz normal an ein Ladegerät anzuschließen und den einmal vollzuladen. Also wirklich super schickes, durchdachtes Teil. Ich werde auf jeden Fall, wie gesagt, den noch in den Gabelschacht einbauen, um ihn einfach mal mit auf die Touren zu nehmen, weil es ist eine wirklich sehr, sehr coole Variante der Integration da. Und der letzte Lader im Test, wenn ihr meine anderen Videos kennt, dann kennt ihr wahrscheinlich auch schon dieses schicke schwarze Böckchen hier. Und zwar ist das der Forumslader Pro in der V6-Version. Er ist auf jeden Fall im Vergleich zu den anderen deutlich, deutlich größer und auch deutlich schwerer. Und zwar wiegt der Forumslader, so wie er hier jetzt ist, 271 Gramm. Er hat natürlich einen internen Akku. Und zwar hat er einen Akku, der 32 Wattstunden groß ist. Das heißt, es sind drei Akkuzellen drin. Effektiv lassen sich, glaube ich, laut Herstellerseite 28 Wattstunden nutzen. Das ist auf jeden Fall mehr als genug, um mehr als einmal mein Handy vollzuladen. Meistens so anderthalb Mal, ein bisschen mehr vielleicht sogar. Also es ist wirklich eine ordentliche Powerbank, die man quasi so jederzeit mitführen kann und die man auch immer wieder volllädt. Der Forumslader kostet in der V6-Version derzeit 255 Euro. Das habe ich auch damals bezahlt, also ist jetzt schon ein Jahr her. Hat keinen weiteren Lichtausgang, hat aber die Möglichkeit eines Lichtausgangs, so wie ich es auch gemacht habe. Ist eine kleine Bastellösung, aber ihr habt hier noch einen 12-Volt-Ausgang und diesen 12-Volt-Ausgang nutze ich mit meiner Bushmüller IQX. Diese ist dafür aber umgebaut. Den Bausatz gibt es direkt beim Forumsladerhersteller. Es ist auf jeden Fall ein kleines bisschen Tüftelei, aber es lohnt sich ohne Ende, weil dieses Gerät mit der Bushmüller IQX ist einfach wirklich sehr, 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 sehr stark, muss ich sagen. Also ihr habt wirklich eine sehr, sehr gute Lichtausbeute dadurch und müsst euch halt keine Sorgen machen, dass irgendwie euer Nabendynamo gerade irgendwie zu wenig Licht liefern könnte, weil er wird ja, wie gesagt, über diese Akkus dann gespeist. Die Montage beim Forumslader ist jetzt nicht so die besonderste, um ehrlich zu sein. Ist halt wirklich einfach nur eine schwarze Box. Ich packe den ganz normal in die Rahmentasche. Ich denke mal, sonst könnte man ihn auch in die Lenkertasche packen, aber viel mehr Möglichkeiten wüsste ich jetzt nicht. Das Gehäuse ist zwar spritzwassergeschützt laut Hersteller, aber ich würde ihn jetzt zum Beispiel nicht irgendwo an Regen oder an Wasser irgendwie lassen. Also packt ihn einfach gut in eine Rahmentasche, dann passiert dem auch nichts. Besonderheit beim Forumslader, wie vorhin schon einmal kurz gesagt, der 12-Volt-Anschluss. Ihr habt ja halt die Möglichkeit, eventuell Licht anzuschließen oder andere Verbraucher. Wenn ihr zum Beispiel einen Verbraucher habt, der einen 12-Volt-Anschluss braucht, dann habt ihr diesen hier. Auch hier habt ihr die Möglichkeit, eine App zu nutzen. In der App werden ähnliche Funktionen angezeigt wie beim EPCON 3000. Ich würde sagen, noch eine Variante, ja, detaillierter, um ehrlich zu sein. Also beim Forumslader, der zeichnet wirklich alles auf. Der hat mir jetzt getrackt, dass ich mit dem 4.500 Kilometer letztes Jahr gefahren bin. Hat mir in der Zeit auch getrackt, dass ich mit dem irgendwie knapp eine Kilowattstunde Energie erzeugt habe. Also er trackt wirklich einfach alles mit von Temperaturen über weiß nicht was. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr praktische Sache. Ihr könnt in der App auch schalten, ob überhaupt der Lichtausgang eingeschaltet sein soll oder nicht. Und habt einfach quasi wirklich Möglichkeiten, alles Mögliche zu monitoren. Sowohl die Gesamtstrecke als auch die Geschwindigkeit. Ja, also die Grenzen sind wirklich auch in der App ziemlich grenzenlos. Aber ihr habt im Vergleich zum EPCON 3000 keine Map. Ansonsten habt ihr halt normal einen USB-Anschluss. Dieser gibt Leistung bis 3 Ampere aus, also 15 Watt. Ich wüsste jetzt nicht, womit man das erreicht. Meine Powerbanks laden meistens maximal mit 10 Watt, aber es ist auf jeden Fall ein absolut nice to have. Das waren jetzt einmal die Lader im Details, sowohl deren Features als auch deren Preis, Gewicht, alles Mögliche, was man so von einem Lader vielleicht wissen möchte. Jetzt geht es aber darum, was ich überhaupt getestet habe und wie ich getestet habe. Also, erst einmal, wie habe ich getestet? Und zwar habe ich ein Shutter Precision PD8 Nabendynamo verwendet. Das Ganze ist ein sehr, sehr verbreiteter Nabendynamo. Ich hatte jetzt keinen Sonder,
Vielleicht kommt da demnächst noch was, wenn man es überhaupt so ausspricht. Ich weiß es, um echt zu sein, nicht so ganz. Auf jeden Fall habe ich einen Shutter Precision PD8 verwendet. Das Ganze habe ich dann hier in Verbindung mit so einem USB-Tester gemacht. Das heißt, ich habe hier den Shutter Precision angeschlossen, habe auf der anderen Seite dann normal meinen USB-Tester angeschlossen und habe hinter den USB-Tester dann eine Powerbank angeschlossen. Eine Powerbank, die insgesamt maximal 10 Watt zieht, das heißt also 5 Volt und 2 Ampere Leistung. Warum eine Powerbank und kein Handy? Bei vielen Handys ist das Problem, dass sie erst nach ein paar Minuten überhaupt ihre maximale Leistung ziehen und sich, wenn die Leistung irgendwie einmal kurz einbricht, erstmal wieder zurücksetzen und wieder neu probieren, irgendwie langsam mehr und mehr Strom zu ziehen. Das ist jetzt bei einem theoretischen Lader, der einen fest verbauten Pufferakku hat, nicht so das Problem. Aber jetzt zum Beispiel bei der Hälfte der Kandidaten ist halt kein Pufferakku verbaut. Das heißt, hier wäre es wahrscheinlich eher von Nachteil, wenn man direkt ein Handy anschließen würde. Zudem heißt es, dass man ohne Pufferakku eigentlich keine Handys am normalen Nabendynamo-Lader benutzen soll, eben wegen dieser Schwankungen, diesem Ein- und Aus und so weiter. Also, wenn es geht und ihr habt einen Nabendynamo-Lader, der keinen Pufferakku hat, schaltet einfach eine Powerbank dazwischen und schon hat sich die Sache eigentlich erledigt. Also, wie gesagt, wir können hier über den USB-Port maximal 10 Watt an Leistung ziehen. Hier gibt es allerdings eine Besonderheit bei den beiden Ladern mit fest verbauten Pufferakku, und zwar einmal hier dem Epcon 3000 als auch hier dem Forumslader. Hier habe ich nämlich nicht nur die Ausgangsleistung gemessen, die auch wirklich ankommt, sondern ich habe auch die Leistung gemessen, die an den jeweiligen Geräten ankommt. Denn diese ist meistens höher als die Ausgangsleistung, weil bei beiden Geräten konnte ich im Test, obwohl ich wirklich viel Strom aus den USB-Ports gezogen habe, gleichzeitig noch die Akkus laden. Das heißt, in den Tabellen, die ich euch gleich einblenden werde, sind die Werte, die hier die beiden Apps ausgegeben haben, da sie wirklich mehr Strom erzeugt haben, als sie überhaupt ausgeben konnten. Noch weiter zum Fahrrad-Setup. Ich habe mir gedacht, mit Rennradreifen und Aerobars macht das Ganze vielleicht nicht ganz so viel Sinn. Deswegen habe ich ganz normale Gravel-Bereifung genommen an meinem Gravel-Bike. Also es ist halt wirklich so ein Gravel-Bike, ne? 35 mm Reifen mit ziemlich ordentlich Profil. Und das Ganze habe ich ohne Aerobars gemacht, sondern mit durchgestreckten Armen ganz normal in den Hoods, wie man es nennt. Um das Ganze überhaupt gut zu replizieren, habe ich mir eine Teststrecke ausgesucht. Und zwar ist diese Teststrecke 19 Kilometer lang. Ich blende sie euch mal ein. 19 Kilometer, 120 Höhenmeter. Das ist eine ganz okay Teststrecke, wie ich finde. Die bin ich natürlich mit jedem Lader gefahren. Das Ganze insgesamt zweimal. Am Ende habe ich dann nochmal die Ergebnisse theoretisch auf 100 Kilometer hochgerechnet. Also gebe ich euch jeweils hier die maximale Leistung auf 100 Kilometer, als auch bei den jeweiligen Geschwindigkeiten von 15, 20, 25, 30, 35 und 40 km/h. Die einzelnen Geschwindigkeiten bin ich immer in einer Ebene gefahren, habe sie probiert, möglichst lange zu halten und habe dadurch dann den Mittelwert genommen, den die Geräte jeweils angezeigt haben. Dazu brauche ich jetzt leider erstmal hier mein kluges Blättchen. Da habe ich mir nämlich die einzelnen Werte der Geräte ausgedruckt, bei den jeweiligen Geschwindigkeiten. Anfangen tun wir einmal hier mit dem Cycle to Charge. Wie gesagt, auch hier habe ich ihn ganz normal am Lenker verbaut, habe jetzt hier auch direkt an die USB-Buchse den USB-Tester angeschlossen und das ging ohne Probleme und direkt nach dem Losfahren bei ungefähr 12 km/h fing das Laden an. Aber da habe ich mir gedacht, 12 km/h sind wahrscheinlich nicht so die Geschwindigkeiten, wo die meisten Leute unterwegs sind. Deswegen ab 15 km/h macht das Ganze auch meistens am ehesten Sinn. Unter 15 km/h haben die meisten Geräte einfach eine zu geringe Leistung, als dass man das wirklich nutzen könnte. Und der Cycle to Charge hat wirklich direkt ziemlich gut losgelegt und zwar hat er bei 15 km/h direkt 3,87 Watt erzeugt. Das ist für 15 km/h wirklich eine ganz ordentliche Leistung, vor allem wenn man bedenkt, dass der kleine hier nur 75 Euro kostet. Bei 20 km/h waren es dann 5,4 Watt, damit sind wir sogar schon über der Leistung der Herstellerangabe. Laut Hersteller hat das Gerät nämlich eine Leistung von 1000 mA, das heißt, es sollten maximal 5 Watt Leistungen rauskommen. Hier waren wir aber schon bei 5,4 Watt. Bei 25 km/h und allen Geschwindigkeiten darüber sind wir etwas runtergegangen und zwar waren wir da bei 5,3 Watt. Das ist aber immer noch ein sehr, sehr guter Wert. Aber hier hat man einfach gemerkt, hier ist das Maximum der Elektronik erreicht. Mehr als 5,4 Watt sind einfach nicht möglich. Aber es ist auf jeden Fall, egal bei welcher Geschwindigkeit, eine wirklich sehr, sehr gute Leistung. Danach kam das Buschmüller USB-Werk. Das Buschmüller USB-Werk hat, wie gesagt, diesen kleinen Pufferakku. Der Pufferakku ist, wenn man wirklich an der Ampel ist, vergleichsweise schnell verbraucht. Also eine Ampel kann mit Pech schon genügen und der Pufferakku ist leer. Und bis der Pufferakku sich dann wieder auflädt, dauert es wirklich etwas sehr lange, um ehrlich zu sein. Denn das Buschmüller USB-Werk liefert ab 15 km/h bzw. schon ab 12 km/h liefert es kontinuierlich 2,5 Watt. Also egal, welche Geschwindigkeit ich gefahren bin, ob 30, 40 km/h, das
USB-Werk hat immer 2,5 Watt geliefert. Das ist auch genau die Angabe, die der Hersteller gibt. 5 Volt, 500 mAh. Allerdings ist das einfach ein bisschen wenig Leistung, um echt zu sein, für heutige Smartphones. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man das zum Beispiel für einen Radcomputer oder so, wenn man den dauerhaft betreiben möchte mit seinem Stadtrad, dann eventuell in Erwägung ziehen könnte, weil der Preis wirklich extrem gut ist. Nach dem USB-Werk habe ich das E-Werk getestet. Das E-Werk ist im Vergleich zum USB-Werk dann wieder ganz anders gewesen. Und zwar hatten wir hier bei 15 km/h 2,64 Watt. Das ist schon mal ein guter Einstiegswert. Allerdings sieht man hier auch schon den Unterschied zum Cycle-to-Charge, der mit 3,87 Watt daherkam. Bei 20 km/h waren es 3,54 Watt. Das ist auch schon ein sehr, sehr solider Wert. Und ich denke mal, so knapp die Reisegeschwindigkeit von den meisten. Bei 25 km/h war der All-Time-Peak. Und zwar 4,53 Watt, das ist mehr als genug Leistung für die meisten Geräte. Selbst wenn man eine Powerbank laden möchte, geht das damit auf jeden Fall langsam. Kommt aber auch darauf an, wie lange man generell unterwegs ist. Danach sinkt die Leistung etwas ab, aber wirklich nur etwas. Und zwar geht sie dann auf 4,3 bis minimal bei 40 km/h 4,1 Watt. Also das E-Werk ist wirklich eine sehr, sehr gute Leistung, finde ich. Also für den Preis noch sehr gerechtfertigt. Allerdings ist hier so ein bisschen schade, man kann zwar 1,5 Ampere einstellen bei 5 Volt, aber diese 1,5 Ampere wird man einfach nicht erreichen. Ich habe auch probiert 5,6 Volt einzustellen, hier hat dann aber meine Powerbank keine Lust gehabt, diese Spannung anzunehmen. Deswegen blieb es halt bei maximal 4,5 Watt genereller Leistung. Der nächste Dynamo-Lader auf der Teststrecke war dann hier der Velotor SE2 Pure und der hat auch einen sehr, sehr, sehr guten Job gemacht, hat aber im Vergleich zu den anderen ein klein bisschen anderes Erscheinungsbild gehabt. Und zwar war ja bei den meisten, dass sie kurz in der Leistung hochgegangen sind und dann ziemlich gleich geblieben sind. Der Velotor hat aber die Besonderheit, dass je schneller ihr fahrt, desto mehr Leistung erzeugt er. Und das sieht man auch in der Kurve. Und zwar hat er bei 15 km/h 2,85 Watt erzeugt. Das heißt, hier ist er auch schon auf einem guten Niveau, würde ich sagen. Bei 20 km/h waren es knappe 4 Watt. Das ist dann wirklich schon für 20 km/h eine sehr, sehr gute Leistung. Bei 25 km/h sind es 4,79 Watt. Damit kann man auch, wie gesagt, jederzeit seine Geräte komplett vollladen. Bei 30 km/h sind wir bei 5,42 Watt. Wieder eine ordentliche Steigerung. Bei 35 km/h sind wir bei 6,2 Watt. Und dann kommt das Ende bei 40 km/h mit 6,86 Watt. Das ist wirklich sehr, sehr viel Leistung, wenn man denkt, fast 7 Watt aus so einem kleinen Ding hier. Und wirklich, wenn man noch schneller fahren würde, würde er natürlich noch mehr Strom erzeugen. Und das ist natürlich schon eine sehr, 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 sehr solide Leistung auf jeden Fall. Danach kam der Epcon 3000 dran. Hier war jetzt irgendwie die Besonderheit, er hat über USB maximal 5,5 Watt ausgegeben. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, um echt zu sein. Also er hat wirklich maximal 1,1 Ampere Strom über den USB-Port abgegeben. Es war zwischendurch mal wirklich kurzzeitig höher, so bei 7,5 Watt, aber nie wirklich höher. Allerdings muss ich wirklich zugutehalten, obwohl er nur 1,1 Ampere abgegeben hat, er hat mehr Strom erzeugt. Und hier ist wirklich das Ergebnis sehr, sehr überraschend. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er so viel Strom vor allem in den niedrigen Geschwindigkeiten erzeugt. Ab 12 km/h geht es schon los und bei 15 km/h liegen bereits 6,8 Watt intern an. Das heißt, wenn ihr jetzt 5,5 Watt abgebt über den USB-Port mit 15 km/h fahrt, erzeugt ihr trotzdem Strom und ladet den internen Akku. Bei 20 km/h hatten wir dann 7,1 Watt, bei 25 km/h 7,3 Watt und danach geht die Kurve nur noch ganz, 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 ganz minimal runter, wenn man überhaupt von der Kurve sprechen kann, wieder zurück auf 7,1 Watt bis hin zu 40 km/h. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Leistung und er erzeugt wirklich gut Strom. Gibt nur nicht so viel ab, aber 1,1 Ampere, ich meine, wenn man das überlegt, das ist trotzdem wie ein Smartphone an manchen Netzteilen überhaupt generell so lädt. Also ist das eine sehr, sehr gute Leistung. Und für die Größe und vor allem diesen coolen Einbau, den man noch machen kann, wie gesagt, mache ich noch in dem Video, ist das wirklich erste Sahne. Und zuletzt kam dann mein Forumslader V6. Ich habe den, wie gesagt, schon seit einem Jahr im Einsatz, knapp 4.500 Kilometer mit dem Gerät gemacht. Ich habe bis jetzt wirklich extrem viel Strom damit erzeugt. Auf meinen Touren konnte ich teilweise sogar die Handys von meinen Mitfahrern damit laden. Ich habe mir aber nie Gedanken darüber gemacht, wie viel Strom er erzeugt und habe es jetzt das erste Mal rausgefunden. Also, er hat wirklich an meine Powerbank quasi dauerhaft die vollen 9 bis 10 Watt Leistung abgegeben. Und ich habe trotzdem meine Akkus ein kleines bisschen geladen, von 18% auf 22%. Das ist jetzt nicht viel, aber wenn man bedenkt, wie viel Strom aus diesem Gerät in meine Powerbank geflossen ist, ist das schon eine ordentliche Leistung. Bei 15 km/h hat der Forumslader 5,5 Watt erzeugt.
Bei 20 km/h hat er schon 8,7 Watt erzeugt. Das ist bisher wirklich dann schon das Höchste, was überhaupt bisher erzeugt wurde in diesem Test. Bei 25 km/h waren es 11,4 Watt, wieder ein neues All-Time-High. Und bei 30 km/h war der Forumslader bei mir am effizientesten. 12,6 Watt war hier der Median. Ich muss sagen, das All-Time-High war 13,4 Watt, was dieses Gerät hier an Strom erzeugt und ihn in die Akkus gepusht hat. Danach sieht man, geht die Leistung vom Forumslader wieder etwas zurück. Er wird etwas weniger effizient. Und zwar geht er zu 35 km/h wieder zurück auf 12,3 Watt und dann letzten Endes bei 40 km/h auf 9,9 Watt. Wie es danach noch aussieht, schneller habe ich ihn, um echt zu sein, nicht getestet. Die wenigsten sind, glaube ich, mit einem Schnitt über 40 unterwegs. Und wenn man 2 Minuten den Berg schnell runterfährt, dann ist die Leistung jetzt auch nicht so schlimm. Aber im Vergleich zu den anderen war es auch wirklich so eine richtige Kurve, würde ich mal sagen. Dann habe ich jetzt nochmal in dem Diagramm alle übereinander gelegt. Hier seht ihr jetzt nochmal einmal alle Lader aufgelistet. Und hier sieht man wirklich gut, dass der Velotor diese starke Leistungssteigerung hat, also die wirklich einfach kontinuierlich so nach oben geht. Der Forumslader macht eine ordentliche Kurve und die anderen Geräte gehen ein kleines bisschen hoch, dann wieder minimal runter und bleiben dann eigentlich auf ihrem Niveau. Letzten Endes habe ich dann noch einmal die erzeugte Leistung auf 100 Kilometer hochgerechnet, indem ich einfach aus meinen 19 Kilometern, die ich gefahren bin, das Ganze hochgerechnet habe auf 100 Kilometer. Hier ist dann jetzt nochmal auffällig, welcher Dynamo-Lader jetzt wirklich wie viele Wattstunden überhaupt erzeugt hat auf diesen 100 Kilometer. Der Circle to Charge hat 20,42 Wattstunden erzeugt oder hätte in Anführungsstrichen, wäre ich 100 Kilometer mit ihm gefahren. Der Epcon 3000 30,52 Wattstunden, der Forumslader 41,16 Wattstunden, das Busch und Müller USB-Werk 10,73 Wattstunden, das Busch und Müller E-Werk 15,26 Wattstunden und zum Schluss der Velotor SE2 Pure 20,73 Wattstunden. Was kann man jetzt aus diesen ganzen Graphen sehen? Es ist ja wirklich sehr, 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 sehr viel Infomaterial. Also, man sollte erstmal überhaupt überlegen, erstens, brauche ich einen Nabendynamo-Lader, der einen Pufferakku hat oder nicht? Ich würde jetzt sagen, es ist auf jeden Fall nicht zwingend notwendig. Ihr habt halt einfach die Möglichkeit, auch eine Powerbank zu nutzen. Aber ein intern verbauter Akku ist praktisch, vor allem, wenn ich das jetzt beim Epcon 3000 sehe, wie super sich das Teil integrieren lässt. Die zweite Frage ist, wie viel Strom braucht ihr überhaupt? Man muss natürlich auch ungefähr abschätzen können, wie viel Strom man überhaupt braucht. Ihr solltet das am besten einfach einmal ausrechnen. Berechnet einfach einmal, wie viel Akku euer Handy braucht, euer Garmin oder euer Wahoo, also generell euer Radcomputer und eventuelle Kameras. Also ich weiß bei mir, dass im absoluten Worst Case, wenn ich wirklich alle Akkus wirklich einmal leer ziehe, brauche ich knappe 35 bis 40 Wattstunden. Das hieße, ich müsste mit dem Forumslader 100 Kilometer fahren. Das ist aber wirklich der absolute Ultra-Worst Case, der eigentlich nie eintritt, weil mehr als die Hälfte der Akkus ziehe ich nicht leer. Nur das Handy muss halt einmal komplett vollgeladen werden und das sind knapp 15 Wattstunden. Das ist halt nicht wirklich viel Leistung, was da benötigt wird. Also das schafft man wirklich mit eigentlich jedem Lader. Dann müsst ihr euch natürlich die Frage stellen, wie viel Geld wollt ihr ausgeben? Man muss dann natürlich überhaupt gucken, was man so investieren möchte, ob man denn überhaupt dann einen Nabendynamo-Lader nimmt oder nicht vielleicht doch eine andere Variante nimmt. Wenn man zum Beispiel nur eine Woche unterwegs ist, kann man natürlich auch sehr gut mit Powerbanks arbeiten oder wie ich es auch eine Zeit lang gemacht habe, mit Solarpanels. Dazu kommt dann aber in Zukunft nochmal ein Video, wo ich dann nochmal einfach zeige, was womit möglich ist und was wo seine Vorteile hat. Aber man kann natürlich sagen, zum Beispiel der Cycle to Charge kostet in Anführungsstrichen nur 75 Euro, während dann zum Beispiel der Epcon 3000 und der Forumslader bei 250 bzw. 290 Euro liegen. Das ist natürlich schon ein ganz schöner Happen, da muss man sich das ein bisschen überlegen, ob man das Geld investiert. Aber ich würde mal sagen, die Geräte sind es, egal welches, auf jeden Fall wert. Nochmal so das Fazit zu den einzelnen Geräten selbst, also zum Cycle to Charge muss ich auf jeden Fall sagen, die Anfangsleistung schon bei 15 km/h ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, aber auch die Leistung, die danach kommt. Ein bisschen schade, dass es quasi nur bei 5,5 Watt bleibt, aber diese 5,5 Watt liegen halt wirklich ab 20 km/h an. Das heißt, egal ob ihr 20, 25 oder 30 fahrt, ihr habt halt wirklich eine sehr, sehr gute Leistungsausbeute. Der Preis von 75 Euro ist halt wirklich absolut überzeugend. Ihr habt dafür zwar keinen internen Akku, könnt aber halt einfach eine Powerbank stattdessen nehmen und habt dann halt das Problem nicht mehr, dass das Handy in Mitleidenschaft gezogen werden könnte, in Anführungsstrichen. Ich weiß es halt wirklich nicht genau, es sagen nur immer alle. Aber ihr habt auf jeden Fall nicht immer diese Leistungsabbrüche, deswegen ist eine Powerbank da auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Dazu ist halt die Integration vom Cycle to Charge, wenn ihr halt die entsprechende Gabel dafür habt, wirklich super genial. Also ihr packt ihn halt wie gesagt einfach auf die Top-Tube-Kappe drauf, beziehungsweise ersetzt diese durch den Cycle to Charge. Das ist halt wirklich eine sehr gute Sache, muss ich halt einfach sagen. Und dass man die USB-Buchse verdecken kann, ist halt auch ein sehr gutes Feature.
Das Buschmüller USB-Werk auf der anderen Seite, muss ich sagen, würde ich mir wahrscheinlich heutzutage einfach nicht mehr holen, außer ihr seid vielleicht mit einem Stadtrad unterwegs, wollt einen günstigen Dynamo-Lader, um zum Beispiel, wie gesagt, euren Radcomputer einfach mit Strom zu versorgen oder für die kurze Fahrt einfach euer Handy, weil 2,5 Watt Dauerleistung bei ziemlich egal welcher Geschwindigkeit sind einfach für heutige Energiefresser nicht mehr genug. Wenn man das mal so in Relevanz sieht, mein Handy, wie gesagt, knapp 15 Wattstunden, müsste ich also 6 Stunden lang mit dem Buschmüller USB-Werk laden, um überhaupt erstmal eine volle Akkuladung hinzukriegen. Das ist alles machbar, keine Frage, aber man muss sich dann natürlich die Frage stellen, ob da nicht ein bisschen mehr geht. Wenn man dann ein bisschen mehr möchte, könnte man eventuell zum Buschmüller E-Werk greifen. Bei dem E-Werk sehe ich allerdings eher die Möglichkeit für, ich sag mal in Anführungsstrichen, Spezialisten, die zum Beispiel wirklich andere Spannungen als 5 Volt brauchen. Das heißt zum Beispiel 12 Volt, um irgendwie theoretisch sogar eine Drohne zu laden, oder 7, noch was Volt für Kameraakkus. Also das eignet sich dann eher für Leute, die andere Geräte außer 5 Volt laden möchten. Aber die Funktion ist halt super genial, hat keiner der anderen Lader und deswegen auch auf jeden Fall eine kleine Besonderheit hier beim E-Werk. Der Velotor SE2 Pure ist für mich auf jeden Fall in Anführungsstrichen die Empfehlung für den Langstrecken-Bikepacker. Also wenn ihr wirklich mit einem Gravelbike oder Rennrad lange Strecken zurücklegt, das in einem ziemlich guten Schnitt. Also jetzt zum Beispiel auf dem Amsterdam-Trip letztes Jahr waren wir meistens so mit einem 25er bis 26er Schnitt unterwegs. Da hätte der SE2 Pure auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr gute Leistung gebracht. Da hätte man absolut null Stromprobleme gehabt. Im sehr niedrigen Bereich würde ich sagen, ist der Cycle-to-Charge doch etwas effizienter oder gibt auf jeden Fall mehr Leistung ab. Aber bei dem Velotor ist halt wirklich, sobald ihr schneller fahrt, sieht man auf jeden Fall, dass die Leistung sehr, sehr steigt. Hier muss man aber auch überlegen, ob man sich den SE2 Pure holt, wie ich ihn jetzt hier im Test zur Verfügung hatte, oder eventuell sogar 40 Euro mehr ausgibt und sich den SE2 Base holt. Der SE2 Base hat halt den Vorteil, dass ihr hier wirklich nochmal euer Licht anschließen könnt und der Velotor dann einfach regelt zwischen Licht und USB-Ausgang. Ist für mich nochmal ein Vorteil. Ich habe es selber noch nicht getestet. Vielleicht kriege ich noch irgendwie die Möglichkeit. Auf jeden Fall wird das, denke ich mal, auch nochmal eine kleine Möglichkeit, da ein bisschen was anderes zu haben als die anderen Lader. Zum Epcon 3000 kann ich nur sagen, er funktioniert wirklich absolut prächtig. Er könnte etwas mehr Strom über die USB-Buchse ausliefern, aber ich sag mal 1,1 Ampere dauerhaft, egal ob ihr jetzt gerade fahrt oder nicht und bei ziemlich egal welcher Geschwindigkeit, ist auf jeden Fall eine ordentliche Ansage. Er erzeugt wirklich in niedrigen Geschwindigkeiten schon verdammt viel Strom im Vergleich zu allen anderen, den meisten Strom. Bei 15 km hat den Epcon 3000 niemand geschlagen oder auch nur ansatzweise ankratzen können. Selbst der Forumslader war bei mir nur bei 5,5 Watt. Und was man halt sagen muss, diese Integration ist wirklich, wirklich sehr, sehr genial. Ich werde es wie gesagt noch machen. Es kommt in den Gabelschaft und dann hat man damit null Probleme, dass der irgendwo umherflackert oder weiß nicht was. Vor allem, wenn man zum Beispiel auch mal ohne Taschen unterwegs ist, kann man den Epcon 3000 einfach in den Gabelschaft packen und gut ist. Dazu ist er auch noch sehr leicht. Also selbst mit dieser Hülse, wenn er eingebaut ist, wiegt er 140 Gramm. Das ist auch nochmal eine Kampfansage dafür, dass er immerhin einen 11 Wattstunden Akku integriert hat. Und natürlich, wegen dem integrierten Akku braucht ihr theoretisch keine Powerbank mehr mitschleppen. Ich würde euch aber empfehlen, nehmt immer eine kleine Notfall-Powerbank mit, auch wenn es nur eine 5.000 oder 10.000 mAh Powerbank ist. Falls doch mal irgendwas nicht geklappt hat, ihr vergessen habt irgendwie an den Nabendynamo anzuschließen und den einfach nur leer gesogen habt. Also egal wie, eine kleine Stromreserve schadet, sage ich mal, nie. Und zuletzt noch das Fazit hier zum Forumslader. Es ist auf jeden Fall von allen das Gerät, was am meisten Strom erzeugt, also auch wirklich mit einem guten Abstand. Vor allem in den mittleren Geschwindigkeiten zwischen 20 und 30 km/h ist die Stromerzeugung mit dem Forumslader wirklich absolut genial. Und ihr habt halt die Möglichkeit, über den 12-Volt-Anschluss eine Lichtanlage einzubauen oder zu verbauen. Nachteile hat der Forumslader ja natürlich auch auf jeden Fall. Also zum einen mal hier die Baugröße muss man unterkriegen. Jetzt würde ich mal sagen, beim Bikepacking in der Rahmentasche kriegt man es auf jeden Fall unter. Aber man sollte sich auf jeden Fall der Baugröße und dem Gewicht hier im Klaren sein. Aber die Baugröße kommt natürlich auch mit den großen Akkus. 32 Wattstunden Akku, das ist auf jeden Fall eine ordentliche Hausnummer. Wie gesagt, damit kann ich mein Handy ein-, zweimal vollladen, eher zweimal als einmal. Und deswegen ist das derzeit für mich persönlich, weil ich wirklich extrem viel Strom brauche, bei mir jetzt beim Bikepacking auf jeden Fall derzeit noch die erste Wahl. Ja, das soll es mit diesem, ich sag mal in Anführungsstrichen, kleinen Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt was aus dem Video mitnehmen können. Es hat euch irgendwie weitergebracht. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Ansonsten seid gespannt. Demnächst gibt es natürlich dann ein paar von den Nabendynamo-Ladern zu verlosen, weil ich kann ja jetzt nicht 6 Nabendynamo-Lader für mich behalten. Das wäre auch ein bisschen frech.
Also, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.